Wir sind hier in Hüls auf dem Marktplatz und in großer Erwartung auf das Stadtfest in Hülser Bottermarkt. Im Moment werden Stände aufgebaut und Bühnen. Heute Abend spielt die Rockband Lewinskys und stimmt uns alle ein. Und wir freuen uns morgen auf unser Stadtfest mit vielen Marktständen und Attraktionen auf den Bühnen. Die muss heute offiziell eröffnet werden. Vor 40 Jahren sind Manfred Kinzinger und andere Händler aus Hüls haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen irgendwas schaffen. Frage ist nun die allgemeine Nostalgiewelle oder die Verbundenheit der Hülser zu altem Brauchtum gewesen sein, die den Hülser Werbering dazu inspirierte, alte Marktromantik wieder zu erwecken. Die Hülser Geschäftsleute malten eine bunte Palette ihres Berufsstandes, indem sie in altertümlichen Trachten an Ständen und Buden die Arbeiten und Erzeugnisse ihres jeweiligen Metiers ausstellten und feilboten. Der Buttermarkt. Ein Stück Vergangenheit inmitten eines alten Ortskerns. Die Hülser prägten diesen Namen über Jahrzehnte, denn obwohl es nie eine offizielle Platz- oder Straßenbezeichnung für diesen kleinen Marktplatz gab, kennt ihn auch die jüngere Generation nur unter diesem mundartlichen Pseudonym. So hat der Hülser Werbering zum Buttermarkt gerufen und alt und jung besuchten den kleinen Marktflecken, der sich im bunten Treiben nostalgisch doch ewig jung bleibend zugleich den Gästen präsentierte. Ja, ich bin hier beim Hülser Bottermarkt und ich habe jetzt erfahren, der 40. Bottermarkt, das ist tatsächlich ein großes Ereignis hier in Hüls und ich glaube, Hüls wäre nicht mehr Hüls ohne den Bottermarkt. Hier kommen viele Menschen zusammen und begegnen sich und es ist jedes Jahr wieder schön und wir hoffen, dass es noch lange Zeit weitergeht und ich komme auch immer wieder gerne her. Ich habe eben gesagt, so ein Event habe ich noch nie erlebt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich heute auf dem Hülser Bottermarkt zu sein. Wir stehen auf dem Rathausplatz in Hüls. Ihr seht, es sind viele Leute da, Musik, es ist ein Programm für Kinder da. Eine Tradition, die seit 40 Jahren besteht. Ich freue mich, wenn viele Krefelder hier hinkommen und wir alle gemeinsam auf dem Bottermarkt feiern können. Gerade sahen Sie und sehen Sie hier vorne noch die inneren Gegner. Jetzt kommt die Modenschau. Ja. Und ich habe eine meiner lieben Freundinnen, auch wunderschön, die Heike.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen auf meinen Worten.